So, Sportsfreunde, es ist noch wieder soweit, 2017 ist quasi vorbei, dementsprechend ist jetzt Weihnachten, also jetzt in ein paar Tagen. Falls ihr noch ein Geschenk braucht, hilft euch das vielleicht auch. Ich gebe euch jetzt einfach mal so, auf jeden Fall von mir aus sozusagen, die Liste, die Top 5, wo ich sage, das sind eigentlich die besten Schuhe 2017 gewesen, also Basketballschuhe. Wohlgemerkt, ist natürlich ein Clickbait, es sind eigentlich 6 bzw. 8 Schuhe, die ich euch schnell zeige, aber seht ihr jetzt selbst. So, und zwar starte ich mit zwei, ich sag mal, Run-Ups, die es nicht in meine Top 5 geschafft haben. Der LeBron 50, hammergeiler Schuh, wirklich gelungen, der absolute Wahnsinn. Super Dämpfung, gutes Grip, ein super Material. Das einzige Problem, warum der nicht sogar theoretisch auf Platz 1 gelandet ist, ist, er ist ein bisschen instabil. Ich habe mit diesem Schuh ein bisschen Angst wegzuknicken. Casual, so draußen rumlaufen, das Geilste, Shoot-Arounds, auch kein Problem, lockeres Zocken, auch kein Problem, wirklich spielen, tue ich nicht, ganz ungern. Zusätzlich dazu noch zu sagen, die Dämpfung ist so enorm, wolkenmäßig, dass sie ein bisschen versinkt und ein bisschen an Force, an Geschwindigkeit verliert, aber hammergeiles Ding, kann ich trotzdem empfehlen. Der andere, der es nicht geschafft hat, ist der KD10. Eigentlich, vom Prinzip her, ist das dasselbe wie der LeBron, die kleine Schwester. Super Material, stretchy, fühlt sich gut an, Dämpfung, Boost, Zoom, Luft von vorne bis hinten. Hat aber das Problem, gerade erst einem Kumpel passiert, es kann immer noch platzen, sag ich mal. Also hier ist so eine Stelle, da sind die beiden Zoom und vorne verbunden. Wenn da ein Riss drin ist, geht die Luft raus und dann läuft der wie auf Backstein. Super unangenehm. Und was mich aber viel mehr stört, wenn ihr wirklich harte Cuts macht, nach rechts, nach links, Shifty Moves, Crossover, was auch immer, dann bin ich der Meinung, hält das Material nicht so stand, wie man es sich wünschen würde. Das ist mein Grund, was ich für mehr bemängel als diesen Defekt, weil den Defekt persönlich hatte ich nicht. So, Top 5. Angefangen in der Top 5 mit dem Paul George 1. 110 Euro, hält sich relativ konstant bei 110 Euro, also selbst wenn er mal runtergesetzt ist, kostet er glaube ich noch 90. Geiles Design, noch so ein geiler Klettverschluss, der Tatsache was bringt. Das Grip ist super, ich würde allerdings eine solide Sohle nehmen. Das Material ist für seinen Preis absolut fair. Dämpfung vorne, hinten nichts. Das ist auch der Grund, warum ich nicht ganz so happy bin. Ich meine, ich brauche die Dämpfung hinten nicht, aber das fühlt sich wirklich ein bisschen tot an, muss ich sagen. Läuft sich deshalb ein ganz kleines bisschen unrund. Vor allem, wenn man mal irgendwie stückchenweise nicht nur auf dem Zehenspitzen sozusagen läuft, sondern mal irgendwie über den Hacken rollt, warum auch immer, ist das ein bisschen... Weiß ich auch nicht. Ansonsten super geil, sitzt super, relativ eng. Aber wenn ihr mehr dazu wissen wollt, müsst ihr sowieso bei den Schuhen immer in die Performance-Videos gucken. Ich will euch das nur mal kurz durchgeben. Das ist ein Schuh, mit dem könnt ihr aber nichts falsch machen. So, hier der kleine Clickbait. Platz 4 kriegen von mir sowohl der Ultrafly als auch der Soldier 11, weil die sind sich tatsächlich relativ ähnlich. Beide Dämpfung mit vorne und hinten. Beide sehr unterstützend. Beide vom Material her absolut fair, preislich auch beide ähnlich, wobei der Ultrafly 2 ist so ein, das ist ein, ich würde den sofort jedem empfehlen, eigentlich vor allem allem vom, ich sag mal so, großen Flügel bis Low Post, weil ich sage, das ist auch ein Schuh, da wird viel geschlafen, Leute kaufen den nicht und ich habe keine Ahnung warum, das ist ein Hammerschuh. Und den kriegst du teilweise, oder ihr, für 59, 69 Euro, da macht ihr mal gar nichts falsch. Letztendlich beides super geile Schuhe, Grip absolut in Ordnung, fühlt sich deutlich leichter an, als man denkt. Größe bei beiden kein Problem, true to size, also die Größe, die ihr habt, die kauft ihr auch. Das Einzige, was ein bisschen ätzend ist, und zwar bei dem hier nicht ganz so wie bei dem Ultrafly, aber bei beiden so ein bisschen schwierig anzuziehen und das wird auch nicht besser over time, aber es sind Schuhe, gerade wenn ihr sagt, ich fühle mich irgendwie ein bisschen, so weiß nicht, Füße oder wie auch immer, Gelenke, Knöchel, ich brauche ein bisschen Unterstützung, ein bisschen Dämpfung und alles, sind das beides Schuhe, können ja nichts falsch machen, super gute Dinger. Weiter geht's. So, Platz 3, Platz 2, Platz 1, die gehen für mich Hand in Hand, weil da ziehe ich, welchen ich gerade greife, den nehme ich so ungefähr. Das sind alles drei Schuhe, die ich problemlos zu spielen anziehe, wo ich sage, da kommt es drauf an, da kann ich mir keine Gedanken machen, ob der Schuh gut ist. Da fangen wir an, einfach jetzt auf Platz 3, aber es nimmt sich meiner Meinung nach alles nichts. Der Harden. Der Harden ist von Adidas ein absolutes Top-Modell des letzten Jahres gewesen. Kostet so im Bereich, ich glaube, 100 bis 150 Euro oder sowas. Achtet darauf, dass ihr nicht den Lifestyle kauft. Der ist cool, geiler Schuh, aber zum Basketballspielen würde ich ihn nicht benutzen. Der Schuh ist super unterstützend. Sieht extrem cool aus. Ihr seid gedämpft von vorne bis hinten. Super stabil.
absolut bestes Grip. Also ihr rutscht hiermit nicht weg. Das sind Schuhe, die ziehe ich immer an in Hallen, wo ich nicht weiß, ah, ist es vielleicht staubiger oder nicht. Da ist das sowas, da greife ich ganz schnell mal zu dem zurück. Und ihr macht nichts falsch. Ihr müsst ihn einspielen, das will ich vorwegnehmen, wenn ihr ihn mal anprobiert habt und gesagt habt, der fühlt sich irgendwie so, der drückt so ein bisschen und irgendwie fühlt er sich nicht gut an. Ja, das geht aber weg und dann fühlt er sich umso besser an. Also gebt ihm mal 2 Wochen Zeit und dann ist das Hammer, das Ding. Gibt es in den geilsten Farben, ihr könnt für diesen Schuh nichts falsch machen. Achtet drauf, halbe Größe runter, das ist halt ein Adidas Schuh, da müsst ihr eigentlich immer eine halbe Größe runtergehen. Aber so, auf Platz 2, ich habe es Tatsache nicht anders erwartet, muss ich fair sein, der Adidas Damian Lillard 4. Ich war schon totaler Fan von dem 3er und der hier ist meiner Meinung nach noch besser. Grip super, der Sitz des Schuhs absolut super, das Material für seinen Preis 110 Euro und günstiger, teilweise 89 Euro. Absolut fair, schöner Stoff hier oben, fühlt sich gut an, ist so ein bisschen Mid-Cut, aber von der Unterstützung ist es nur ein Low-Cut, aber grundsolide, da kann man nichts im Falsch machen. Das Grip ist ziemlich gut, ist vielleicht das Einzige, wo ich sagen würde, wenn die Halle staubig ist, kommt der hier ins Rutschen. Das muss ich dazu sagen. Aber sobald, ich meine, es ist immer so, umso besser die Halle, umso besser das Grip. Aber selbst mit Staub, wenn ihr regelmäßig wischt, kommt ihr hiermit noch relativ gut weg. Und da kann man mehr nicht zu sagen. Super leicht. Ich finde, er sieht extrem cool aus. Das ist mal was anderes. Ich finde gerade die Dame-Linie sieht anders aus als andere Basketballschuhe. Macht ja auch irgendwie Sinn. Aber es ist halt ein cooles Design. Und ihr könnt ihr, wie gesagt, auch bei Adidas selber machen, was ich jetzt hier mal gemacht habe. Aber ihr müsst es natürlich nicht. So, Platz 1. Für mich der Jordan 32. Und ich habe nur den High oder Mid oder was auch immer das sein soll. Und ich glaube, den Low würde ich definitiv noch über diesen stellen, weil ich eigentlich lieber Low Cut spiele. Aber dieser Schuh ist für mich durchweg gelungen. Das Material ist so Premium wie das Material vom LeBron 15, wenn nicht noch besser sogar Tatsache. Absolut weich, es schmiegt sich am Fuß an, es unterstützt überall, hier ist nichts mit übers Fußbett rutschen oder sonst was. Die Sohle ist super grippy, also ihr habt hier keine Probleme, ihr rutscht hier nicht weg oder sowas. Und trotzdem relativ hart, ihr könnt den, wenn ihr es unbedingt wollt, auch draußen spielen. Ihr seid vorne gefedert mit Unlocked Zoom. Hinten gefedert mit normaler Zoom-Unit, das spürt ihr auch, dass wenn ihr mal einen Heel-Strike macht, weil ihr mal irgendwie landet oder so, nicht das, no big deal, völlig in Ordnung. Und das Einzige, was hier vielleicht zu sagen ist, der ist sehr eng. Also probiert ihn bitte, bitte an, weil Leute gehen, ich kenne Freunde, die sind eine ganze Größe hochgegangen. Ich persönlich bin eine halbe Größe runtergegangen. Viele nehmen den in seiner normalen Größe. Das ist ein bisschen tricky und mit 200 Euro ist es natürlich auch wirklich ein Schlag ins Gesicht. Aber für mich, performance-technisch gesehen, besser wird's nicht. So, ich müsste zu jedem der Videos auch Performance-Video drin haben, wenn es euch interessiert. Guckt rein, vielleicht verlinke ich jetzt hier noch eins oder zwei. Ansonsten, frohe Weihnachten. Ich hoffe, ich konnte euch irgendwie helfen. Und die Schuhe, da könnt ihr euch nichts mit falsch machen.